Es kann immer wieder mal passieren, dass etwas so läuft, wie du es vorgestellt hast, und dann wiederum, dass es nicht so läuft, wie man es sich vorstellt. Und was macht man dann, wenn etwas nicht so läuft, wie man sich es vorstellt? Da kann man sich entweder darauf vorbereiten oder man ist unvorbereitet und wundert sich dann letztendlich, wie kann das jetzt gerade gelöst werden? Wie kann man das wegwischen, wegbringen? Und wenn man aber sich immer wieder davor versteckt, um sich zu sagen, nee, das passiert, das kann immer wieder passieren, ist korrekt, ist der richtige Ansatz. Aber man kann immer wieder sich vor Augen führen, was ist da nicht gut gewesen, wie laufen und was macht man, um das möglichst nie wieder zum Vorschein zu bringen. Und da kann man sich immer wieder zurechtrücken, um sich zu sagen, ja, ich habe es gesehen, ich habe es gemerkt. Und was kann man da jetzt im besten Fall gegen machen? Indem man immer wieder herausfindet und analysiert für sich, was gibt es denn für Punkte, die man immer wieder da anwenden kann und die was bringen. Was ist da letztendlich so gewesen, was das Fass zum Überquellen gebracht hat? Und so kann man Stück für Stück immer wieder solche Phasen, solche Eindrücke minimieren und findet für sich gleichzeitig heraus, was macht man nächstes Mal genauso, damit man darauf vorbereitet ist. Und das ist die Besonderheit. Für sich immer wieder herausfinden, wie mache ich das, damit das funktioniert. Und da kannst du dich wieder finden und da kannst du dir Beispiele dran nehmen. Wenn dir das gefallen hat, teile es mit anderen Menschen, die es hören und wissen müssen. Und schau dir ab jetzt auch mal meinen YouTube-Kanal an. Wir sehen uns dann.